Leute, endlich Feierabend. Eh, dieser Moment, wenn man einfach fast das letzte Auto hier auf dem Parkplatz ist. Katastrophe, sage ich euch. Ey, ich bin so lange heute geblieben. 10 Stunden habe ich, also 9,5 Stunden Überstunden. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend. Ich fahre jetzt nach Hause. Mal gucken, ob ich mich später noch melde. Ihr wisst ja, bei mir weiß man nie. Ich weiß noch nicht, was ich noch so sagen soll. Ich bin einfach platt, müde, am Arsch. Fertig. Also ihr Lieben, bis ganz bald. Ich habe sonst nicht groß viel zu erzählen und ich möchte jetzt auch nicht, dass mein Kollege da im Auto sieht, dass ich eine Story mache. Keine Ahnung, ob da überhaupt jemand im Auto sitzt. Ich fahre jetzt. Also, bis dann. Ciao. Hey Leute, dieser Moment, wenn man eine Story macht und da die ganze Zeit so ein Stuhl im Hintergrund ist oder man möchte eine Story machen. Die ganze Zeit ist irgend so ein Stuhl im Hintergrund. Jetzt habe ich ihn mal weggemacht. Hat mich übelst genervt. So, also, ich wollte euch was erzählen. Was macht man, wenn man keine Lust hat auf Kochen bzw. keine Küche da hat und nicht kochen kann und keine Lust hat einzukaufen? Was macht man denn dann? Man bestellt was beim Lieferservice. Ey, die Musik im Hintergrund, die geht gar nicht, Leute, egal. Was wollte ich erzählen? Also, ich wollte euch sagen, ich müsste eigentlich Wäsche machen. Ich habe so keinen Bock. Ich bin wie immer faul, ich will gar nichts machen. Am liebsten nur auf dem Sofa rumgammeln. Ja, und jetzt habe ich die Perspektive gewechselt, weil mir das Licht fast besser gefällt. Ich glänze wieder wie eine Speckschwarte, aber das ist normal. Ich habe mir gerade frisches Gesicht eingecremt wegen Winterhaut und so, ne? Ich werde den Stuhl jetzt wieder wegmachen, weil der nervt mich über der Story. Und da drüben? So, und da drüben ist halt mein Stepper, der mich übelst nervt, ne? Also ich reg mich über so kleine unnötige Dinge auf, aber die müssen jetzt nicht hinten in meiner Story da rumstehen. Mein Stepper wie auch mein Stuhl, deswegen habe ich jetzt nochmal die Perspektive gewechselt. So, was wollte ich euch erzählen? Also erstmal habe ich mir heute was zu essen bestellt, weil ich einfach keinen Bock hatte einzukaufen und ich fahre morgen eh zu meiner Family Bachelor schauen. Ich freue mich mega drauf. Mädels, wer guckt denn von euch Bachelor? Ich habe nämlich jetzt gleich eine Umfrage für euch an allererster Stelle. Boah, mir ist übelst warm und ich bin gerade etwas außer Puste, weil ich gerade einen Stuhl hin und her geschleppt habe. Also auf jeden Fall wollte ich euch fragen, für wen seid ihr? Oder was glaubt ihr, wen er auswählen wird? Nicht für wen ihr seid. Nee, jetzt nochmal neu. Also, Mädels, doch die Frage. Für wen seid ihr? Möchtet ihr, dass er Christina auswählt, weil sie besser zusammenpassen? Oder wollt ihr, dass er die Svenja auswählt, weil die besser zusammenpassen? Ich bin ja, Christina ist ja mein Favorit. Also nicht wegen dem Namen, sondern einfach, weil die super sympathisch ist und die ist so verliebt und die würden einfach so gut zusammenpassen. Ich finde die ultra süß zusammen, Daniel und Christina. Svenja mag ich auch und es tut mir auch leid, wenn ihr das Herz brechen muss, aber es kann nur eine werden. Und naja, vorher habe ich mir so Gedanken gemacht und so gedacht, oh, voll süß, wenn er jetzt eine auswählt und wenn die dann zusammenkommen und ja, ein neues Pärchen und voll toll. Und ich hätte ja auch gern einen Mann an meiner Seite, aber mir ist dann eingefallen, ich habe gerade gar keine Zeit für irgendeinen Typen, für irgendeinen Mann an meiner Seite, weil ich mit meinem Leben gerade so beschäftigt bin. Ich muss Überstunden machen, weiß Gott wie lange, wahrscheinlich bis April. Ich habe doch erzählt, wir haben angeordnete Überstunden bei der Arbeit und wir müssen mindestens eine Überstunde am Tag machen, also 5 Stunden in der Woche, Montag bis Freitag, und das ist einfach voll bitter. Da muss ich einfach nochmal eine Stunde immer dranhängen und das ist einfach scheiße. Die werden zwar bezahlt, die angeordneten Überstunden, sorry Leute, dass ich wieder meinen Haaren rumfummeln muss, aber die liegen nie, wie ich es gerne hätte, aber das ist normal. Was wollte ich jetzt sagen? Die werden zwar bezahlt, aber trotzdem ist es doof.